Höret, höret. Einst widerfuhr mir ein homosexueller Frosch, der das Geschlecht seinesgleichen suchte, um die Paarung zu vollziehen. Ich fragte ihn, warum? Und er sagte, geht dich nichts an. Das hat er gesagt. Sagt er. Und das hat er gesagt, sagt er. Und im Endeffekt hat das doch nicht gesagt. Hat das doch nicht gesagt, er hat es mir nur geschrieben. Über WhatsApp! Schatz, crash mal das Eis. Wir erwarten Besuch. WhatsApp? Schatz, crash mal das Eis. Na komm, das reicht. Merkt man, dass ich keinen Bock mehr hab grad? Jetzt kannst du wieder reden übrigens. Redest du mit mir? Nein, ich meine Basti eigentlich. Es geht weiter. Ich hab doch meinen Pulver verschossen. Schneid einfach da rein, was ich die ganze Zeit eben gelabert habe. Alter, was soll denn der Bearbeitungs-Edit noch machen? Der Bearbeitungs-Edit kann mal überprüfen, warum deine Steuererklärung letztes Jahr so hoch ausgefallen ist. Ja, ne? Das könnte er mal machen. Das könnte er echt mal machen, weil das interessiert mich auch. Der hat gemeint, erzählt er mir. Aber hat er gesagt, sagt er. 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 Was hatten wir vorhin? Von wem ist Bagdad der Vater? Backpack. Ja, genau. Bagdad, also quasi Bagdad, ist der Vater von Backpack. Wegen dem Dad. Und dem Bag. Ich bin Bag. Ich bin Bag im Biss. Oh, jetzt mach ich ja wieder Biss. Die zwei. Ach, komm schon. Du meintest ja, du weißt, wo du den Crasher falsch hier bummt hast, ne? Ja, ich kann's dir auch gleich zeigen. Gut. Und wir surfen durch die Gegend. Steht auf meinem Skater eine 2 oder eine 5. Vermutlich ein S, aber eigentlich ist es nur ein Sprite-Fehler. Was hatte ich gerade für ein Wortspiel, bevor er gesagt hat, ey, das wird rausgeschnitten? Mark. Ja, irgendwas mit Mark, ja. Weil du mich magst. Wir haben Mark Terenzi und Mark Matlock verwechselt. Ich jedenfalls. Der eine bumst Sarah Connor, der andere bumst Männer. Powerschen, Powersch. Schreibt in die Kommentare, was ihr lieber tun würdet. Männer bumsen oder Sarah bumsen. Scheiße. Soll ich dir zeigen, wo? Ja, bitte. Ich hätte hier mit einem Ding hochfliegen können. Ach, ganz oben gleich zu Blaui? Genau, stimmt, hier kann ich hochfliegen, dann muss ich das nicht aufschießen. Da hättest du echt den sparen. Warum auch immer das gerade offen ist. Na, weil du das vorher schon geregelt hast. Du hast jetzt eh weniger. Wenn du nicht K.O. gehst, bleibt das weg. Hätte ich dir das sagen sollen? Nee, ne? Gut. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht mehr dran gedacht. Siehst du, jetzt hast du voll easy game of life. Hey Jerry, da, schieß mal, bam! Oh, jetzt musst du warten, bis es explodet. Mhm, gut erkannt. Feine! Wow, das war verdammt gut ausgewichen. Replay! Voller Plan. Ich möchte ein Replay davon sehen. Kann sogar links noch eins machen. Da ist immer noch genug, um den letzten zu töten. Ja, ist mir zu unsicher. Obwohl mir mein Leben auch gerade ein bisschen unsicher ist. Ach, das schaffst du schon. Der Endboss ist easy. Easy ist er. Easy. Ich hätte den E-Tech nicht gebraucht. Ich hätte es gesagt, wenn du sie gesagt hättest. Vielleicht hättest du mal verkniffen. Ich hätte ihn nicht gebraucht. Er hat ihn besiegt, den Glubschi. Ich hab's vorher gesagt, wir schaffen es in einer Stunde. Willst du das nächste Level machen? Wieso? Hast du keinen Bock auf den Boss Rush? Du musst jetzt gegen alle Bosse nochmal. Und dann kommt Dr. Willy. Willst du da ein bisschen mitmachen? Er macht die ganze Zeit mit. Ich mach die ganze Zeit mit. Ich hab sogar mitgemacht, als jeder aufgegeben hat. Ich weiß nicht, wer wo ist.
Aber gegen Metalman musste seine Waffe benutzen. Das weiß ich. Ach, komm schon. Ja, komm schon, Edit. Das schaffen wir jetzt noch. Letzten Meter. Du hast 3 Leben, Alter. 3. Das ist Heatman. Den muss ich, glaube ich... Den kannst du einen blasen. Nimm B, wie blasen. Dann machst du sogar blasen. Warum mache ich jetzt gerade so eine Scheiße? Ey, der ist schon fast tot wieder. Boom, schnapp's dir. Pack ihn dir. Den Koffer, den ich dir geschenkt habe zum Geburtstag. Den hast du dir nie gepackt. Nie. Immer alles haben wollen und dann... Nicht packen. Packst du es nicht. Faust da drauf. Ja, ist denn das jetzt hier gerade? Flash? Nee, Quick. Flash ist das. Metal oder Crash Bomb. Kannst du ja aussuchen. Du hast, glaube ich, mehr Metal als Crash. Ja. Crash ist eine sichere Sache. Eine sehr sichere. Das ging schnell. Ja. Darunter ist Metal Man. Kannst du gleich behalten, Metal. Wender? Ist da Metal Man? Ja! Oh, ich bin fresh im Step. Oh, scheiße. Ein Schuss. Alter! Ja, 100% Alter, Schaden macht Metal bei Metal Man. Das ist kein Glitch, die haben das so eingestellt, die Penner. Was? Metal Man macht bei Metal Man 100% Schaden. Dann will ich auch bei Flashman mit Flashman 100% machen. Das klappt nicht. Bei Quickman mit Quickman. Das klappt nicht. Das ist Crash, Dude! Weißt du noch, gegen wen er gut ist? Getting hot in here. Nein, ich meine atmen. Atmen. It's getting hot in here. So take off all your... Tod. Close. Mega Man 2 ist diesbezüglich, was diesen Schwächen angeht, ist es echt das Einfachste, weil du hast so viele One-Hit-Wonder in diesem Spiel. Du kannst quasi jeden mit 1-2 Schüssen killen. Mein Liebling. Der einzige Boss, bei dem ich Probleme habe, ist neben Quickman, oder? Wenn du Heatman auflädst, der ist auch gut gegen Woodman. Logischerweise eigentlich. Nee, nee, richtig aufladen, richtig durchdrücken. Jetzt. Ah, nein, wir müssen machen, wenn sein Schild unten ist. Kannst du sogar, glaube ich, noch länger aufladen. Okay, jetzt zu Metal wechseln. Ja. Und warte, geh vom Teleporter weg, sonst kriegst du den Johnny nicht, wenn er ihn droppt. Ich krieg gleich den Johnny in den Arsch. So. Puh, das war knapp. Ich hasse Woodman. Warum habe ich so Probleme gegen Woodman? Tut mir leid, Hannes. Überleg mal, du... Was ist eigentlich, wenn ich jetzt gegen Wily verliere? Darf ich dann die ganzen 8 Dinger nochmal machen? Nein, du darfst Wily nochmal machen. Links oder rechts? Erst wenn du Game Over gehst, musst du alles nochmal machen. Ach, das war ja auch noch die Kacke. Ich weiß nicht mehr, wer wo war. Also rechts ist immer recht. Wer rechts ist, hat immer recht. Bubble Dude! Oh, war das zu laut für euch, Guys? Schreibt es in die Kommentare. Abonnieren, favorisieren und Däumchen geben. Wenn das zu laut wäre, hätte ich es nicht mehr. Das war Woody, oder? Nee. Woody ist Air Dude. Gegen Bubble hilft am besten. Schon wieder Metal. Metal, ich hab dir gesagt, Metal ist gegen alle so gut. Guck mal, wie viel das abzieht. Hast gar keinen Stress mit Johnny. Johnny tut mir aber weh. Kannst auch schräg schießen. Ich weiß, habe ich mal gehört von. MC Fitty? Oh, kannst schräg schießen. Oh nee. Textile. Nein. Was denn? Wer kommt jetzt wohl? Kannst schräg schießen? Na, der bringt doch jetzt nichts dagegen, den Typen. Was meinst denn du? Quickman oder Airman? Du hast ja noch Stoppy. Stoppy und Crashy. Ein bisschen Crashy zumindest. Oh, da gibt's auch ein schönes Ding bei Mega Man 4. Pharaoh Man. Ah. Nimm lieber den Buster. Ich werde jetzt sterben, Kumpel. Dann hast du ein richtiges Problem, weil dann hast du nichts, dann hast du deinen Timestopper nicht mehr. Und deinen Crasher nicht mehr. Ich hab ihn schon mal mit dem Blaster allein gemacht. Dann machen wir.
Mach mal nackig. Mach mal richtig nackig. Ich will sehen, wie du richtig durchbummst. Ja, bummst du nicht grad. Warum bummst du mich so? Hör auf rumzuhüpfen, du Penner! Ein E-Tank hast du noch. Soll ich den hier echt benutzen? Jetzt ja. Jetzt wäre... Ja, vielleicht. Der steht genau in mir. Der steht auf dem. Okay, du wärst tot. Schieß, baller ihn einfach zu. Siehst du? So, und jetzt kommt Airman. Den gibt's ja auch noch. Da gibt's Optionen, die hast du noch gar nicht in Betracht ge... Oh, Airman war doch mein Wut-Picker. Ja, du hast doch noch ein bisschen Wut. Du hast massig Wut, du hast halb Wut. Außerdem hat Buster auch übelst viel abgezogen bei ihm. Aber nicht Buster Blues, weil der lebt bei seiner Mutter. Louis 1. Lucille 1. Links in der Mitte. Siehst du das nicht blinken da? Ich hab das Blinken nicht beachtet. Hm? Sollte ich das beachten? Hm? Nein. Das ist Gefahr. Roter Alarm. Ey. Das war die Kacke, ich hab schon wieder kapiert, ja. Ich hab mich dran erinnert. Gut. Super, jetzt kommt er rüber und jetzt kannst du ein bisschen mit deinem Dreidel da. Siehst du, schon ist er weg. Aber du standst auf dem Teleporter. Ja, heißt, ich bin extra noch hochgesprungen. So. Dr. Weilü. Hat er bestimmt auch wieder seine. Der hat doch wieder 1000 Phasen. Oh, nö. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Eins von den starken, was du immer brauchst. Metal, Crash oder Quick oder irgend sowas. Ja, das zieht glaube ich 2 oder 3 ab. Ja, sieht gut aus. Fragt sich nur für wen. Ey, ist doch super. Jetzt wird er böse. Jetzt wird er arschig. Sein Arsch war schon vorher da. Was sollte ich denn da jetzt machen? Nein! Ich sollte da ausweichen. Die waren in so einem perfekten Rhythmus, da kann ich nicht ausweichen. Schlimm ist, ich kann meine Mails hier nicht mehr aufladen. Ich bin im sicheren Tod geweiht. Ich darf den ganzen Scheiß nochmal machen. Na, im schlimmsten Fall musst du die 8 Typen halt nochmal machen. Aber das kannst du ja skippen dann, wenn du weißt, dass du hier stirbst. Dann kann ich, denke ich, das hier schon rausschneiden. Meine ich ja. Weil ich glaube, deine Siegchancen sind mit so wenig Metal. Ich glaube, aber probier aus, gegen was er schwach ist. Das wäre jetzt vielleicht die Gelegenheit, wenn du eh stirbst. Du hast ja noch ein bisschen Crash. Guck mal, wie er darauf reagiert. Kannst ein bisschen was über deinen Gegner lernen, bevor der dich wegbummst. Ich habe einmal Crash. Ja, guck doch mal, wie viel es abzieht. Oh, Alter. Ich habe nicht mal gesehen, wie viel es abgezogen hat. Also weil ich nicht mal mein Leben als Vergleich da hatte. Ein Viertel. Ein bisschen mehr als ein Viertel sogar, oder? Fast ein Drittel. Also, wenn du Crash mit dem Feuer hast, und das brauchst du ja für nix. Für was brauchst du Crashy? Normalerweise brauchst du Crashy für Flashy, aber für Flashy kannst du auch Metally nehmen. Aber Metally brauchst du für alles andere. Das ist natürlich immer schmerzhaft, wenn du irgendwie 6 Leben hast und du weißt, ach, ich muss Game Over gehen. Quickie, ja, schau mal, wie der Quickie wirkt. Ja, aber es dauert. Ich glaube, da zieht nur einer ab. Okay, der wirkt gar nicht. Oh, Alter. Der ist tatsächlich übelst stark. Ich hatte gerade den Rhythmus. Na, der Rhythmus ist noch einfach. Der danach ist ja Assi-Balz-Verhalten. Und der zieht auch nicht schlecht ab. Siehst du, also wenn du nachher wieder deine ganzen Sachen weg hast, hast du immer noch den Buster.